Einen wunderschönen guten Morgen zum neuen Video und heute haben wir einiges vor, aber was verraten wir noch nicht. Das erste seht ihr aber schon, das ist der Wasserfall da hinten und da werden wir jetzt runter wandern und richtig geiler Ort, sehr beliebt das Ding und mal gucken, was auf euch wartet. Und auf uns. Und auf uns. Ist echt schön, geiler als auf Koh Samui, aber schwimmen irgendwie kann man glaube ich nicht drin oder ich habe es mich jetzt nicht getraut, weil es kein anderer macht. Was mir halt auch richtig auf die Nerven geht, ist, dass die Leute machen hier halt so viele Fotos, also ihr seht das auch da hinten, ja, und jeder rennt dem einen vor die Kamera und weiß ich nicht was und ist halt so extrem, also ist mir noch nie so aufgefallen, ja. Wir machen ja auch unsere Vlogs und die Fotos, aber das hält sich immer noch in Grenzen und wenn, dann sind wir auch ein bisschen respektvoll und gucken, was die anderen gerade machen. Aber das ist hier so schrecklich, ey, unfassbar. Und immer lustig ist, wenn wir ein Foto machen und du hast die Perspektive und so, dass danach gleich einer kommt und dasselbe Foto macht, ja, dieselbe Perspektive, weil er das bei einem anderen beobachtet hat, ist ganz lustig. Also die meisten Leute sind schon respektvoll, das muss man schon sagen, aber einige wenige halt nicht. Ja, guck mal, du stehst da, machst ein Foto und der latscht direkt neben dich und stellt sich neben dich. Aber, hä? Also macht man doch. Guten Tag. Danke. Bitte schön. Enjoy your time. Have a good day. Danke. Try your hand. So grab your camera. Careful, put it down. Nicht?
to all fields. The butterfly can take me. Die Butterfly Farm ist richtig cool, ja. Wir haben 100.000 Rupien Eintritt gezahlt pro Person. Das ist es aber allemal wert. Und es ist super ruhig hier. Hier läuft entspannte Musik und so. Und die Schmetterlinge sind überall, ja. Teilweise setzen sie sich auch so ein bisschen auf dich drauf und so. Und jetzt hier sind wir im Verpuppungsraum. Das finde ich irgendwie am krassesten so. Weil hier hinter mir, hier seht ihr überall die kleinen Schmetterlinge und Motten. Und dieses Riesenvieh hier, das ist eine Motte und die lebt nur 5 Tage, hat er gesagt, weil die hat keinen Mund oder irgendwas zum Essen und ja, sie wird geboren, legt Eier und stirbt. Die Schmetterlinge draußen, die leben ein bisschen länger, ne? 2 bis 3 Monate. 2 bis 3 Monate. Wochen. Oh, 2 bis 3 Wochen nur, also auch nicht so lange. Also, ihr merkt, ihr habt nicht viel Zeit hierher zu kommen. Der ist gerade geschlüpft, deswegen sind die Flügel nicht so klein. Und die brauchen so 3 Stunden, um zu trocknen, die Flügel, und dann können die erst fliegen. Und die Kokonfarbe, ja, sieht aus wie Gold oder. Super cooler Ort hier. Wir haben das auf der Karte gesehen und wollten das eigentlich schon ab dem ersten Tag auch besuchen. Hier bezahlst du 100.000 Rupien Eintritt pro Person. Also das ist okay und angebracht für das, was du geboten bekommst. Du musst halt das Ganze hier aktiv halten und so, und da ist der Eintritt halt schon gerechtfertigt. Ne? Ansonsten ist es ein sehr, sehr ruhiger Ort. Schöne Musik läuft hier, entspannt alles, niemand stresst sich hier oder irgendwas und ist super Platz zum Runterkommen. Im Verpuppungsraum sieht man, dass die Schmetterlinge eben noch an ihrem Kokon dranhängen. Die brauchen ungefähr 3 Stunden, bis die Flügel getrocknet sind und dann können die losfliegen. Und jeder Kokon hat auch eine ganz andere Farbe, komplett unterschiedlich. Halt immer so, wo sie halt auch in der freien Natur ihren Kokon hinhängen würden, so sieht er dann auch aus, ja, dass das Grün nicht auffällt zwischen den Blättern und so. In dem Raum wirkt das halt alles übelst schön, auch mit diesen bunten Klammern, mit denen die festgemacht sind, also irgendwie hat was. Ja, zu empfehlen.